gespürt. Ist das kalt, oder? My name is Mate Arapov. My profession is boat builder and sailing coach. I start a long time ago, but the last like 5 to 6 years much serious, and I was coaching laser class, and now I'm coaching 470 class. I think around 150 to sometimes even close to 200 days I'm not at home. So I have two kids, they are quite young, and they're always making some troubles when I'm leaving, but this is the part of this game. Jetzt kommen halt die Highlight-Bilder für mich. Das war halt einfach mega. Es ist schon irgendwie das Boot da. Man sieht einfach, wie es gelaufen ist. Und du machst mit einer Hand. Ja, und schon wie schön alles startet. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es ein Zufall ist, weil das Spielband passt. Das Segel, da flattert nichts, bis auch irgendwie die Fock voll. Das Wetter können wir uns nicht aussuchen. Ohne, ob wir heute einen guten oder einen schlechten Tag haben werden. Aber wir können jeden Tag das Beste geben und voll versuchen zu performen. Und ich meine, das ist das, was wir schon seit 14 Jahren eigentlich jeden Tag versuchen, wo wir im Wasser sind. Wir haben einen Wahnsinnserfolg gefeiert, oder? In der Zeit. Aber einfach, wenn es nicht gut gegangen ist, ist es scheiße mehr. War eine harte Zeit. Aber, geil war, irgendwie haben wir immer wieder gemacht, nie aufgehört und immer hart gearbeitet, oder? Wenn wir was gemacht haben, egal wie kalt es war, ob Eis in der Früh oder war. War schon geil. Ich glaube, wir schaffen das. Denk an unsere Erfolge, die wir gefeiert haben bei der Junioren-WM vor so vielen Jahren. Die erste Medaille für Österreich. Bei der offenen WM haben wir auch eine Medaille gemacht. Wir haben gesagt, wenn wir einen super Tag haben, ist so viel möglich. Ich glaube, wir können das aus eigener Kraft jetzt schaffen. Und ich denke, das sind wir unserer Arbeit schuldig, dass wir jetzt das krönend abschließen. Die WM wird so hart werden, oder? Wahnsinn. Aber wir machen das. Okay, bin froh, dass ich mit dir sehe. Geil. Usually in the morning it's some sport to get warm up, that you can make a nice breakfast. Then, if it's possible, we do a small brief about yesterday. When you sleep over the night, you're always a little bit more open to repeat what was happening, what was main conclusions. After that, usually we going to the club
again we meet, we check conditions and make the plan what we will do on the water. Which direction should be? Nah, it should be actually east northeast. Northeast. Going maximum to 80 maybe. And then going back to northeast. Was in the beginning when it changed to a little bit east side, increasing, but we will check. And first we make a little bit of sailing to see 5-10 minutes, then we make one time. Last is a rabbit, two laps, three times. One Argentina, and then we do few tunings, and then we set the course. Then approximately 3 hours minimum, we are out. Depends which exercise what we are doing. For drills, we organize some names that is much easier to understand what we are doing, and then every exercise have a different name. This is making our life much easier, and to make these technical things working nicely, because during the racing you cannot think how you tack, how you jibe. We do a lot of these exercises that in the moment when the race is starting, we need just forget this and read the wind and the opponents and race fast as possible. After that, we come home, we eat something, this is super important. Then, if it was a really strong day, we do some recovery. And then after, we make debrief again. If necessary, we look the videos or we put the videos for day after, and going to bed, and days are quite long. It's no other boats, we are alone. If you stress from other boats and then immediately you getting crazy, these maneuvers are 5 times worse than the normal one. And fuck, until now we make I don't know how many thousands of texts and everything, and neither one tech will be not the same. When I wake up. Wir fahren jetzt gerade zum Fischmarkt. Da ist aus Österreich immer eine besondere Sache, ja, weil das haben wir nicht so viel in Österreich. Und Essen ist natürlich extrem wichtig für uns, ja, weil es ist ein Part für Recovery, dass wir am nächsten Tag wieder fit sind. Und wir probieren so natürlich wie möglich zum Kochen, und wenn wir da einen Fischmarkt haben, bei der Haustür, mega. Wir kochen zusammen, oft wechseln wir uns ab, sodass jeder mal rankommt ein bisschen, ja. Aber oft kochen wir ein bisschen gemeinsam. Ja. Talent. If you have talent and connect with a lot of work, then for sure your way is successful, but it's not necessary to have good talent, but work is always necessary. Luckily they are happy to work, and I'm this kind of coach who is pushing a lot of work, especially about this small details, and I'm happy with it. Still not now, but soon before the race everybody will get nervous, but we are speaking a lot about this, that we need to give the best, and on the end we will see who will win. Hallo.
It's only one ticket left, and to be sure, we need to win the Worlds. And we are looking forward to it. Eine Sache, die in Dario und mich extrem verbindet, ist unser Traum, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Ja. Ich glaube, das gibt seit dem Optimist, seit ganz, ganz Anfang, ich kann mich gut erinnern, da ist der Roman Hagara irgendwann mal am Bodensee gekommen. Das ist ja schon wahrscheinlich 20 Jahre her. Und wir haben, haben uns Autogrammkarten von ihm geholt. Und ich glaube, deswegen sind wir auch so lange gemeinsam in einem Boot, so lange einem Ziel bis jetzt nachgerannt. Und das verbindet uns extrem, weil die Olympischen Spiele sind für uns das Größte. Und ich glaube, wenn man eines sagen kann, ist, dass wir beide die letzten 15 Jahre, die wir im 70er sitzen, alles dem untergeordnet haben. Ich kenne Luki schon, seit wir angefangen haben mit dem Optimisten zum Segeln. Ja. Letztes Mal, wo ich angefangen habe, hat er mich immer baniert im Optimist. Das war immer cool. Segeln tun wir seit ich 17 bin. Ja. Ja, das ist schon brutal lange Zeit mittlerweile her. Man muss sagen, in jedem Team gibt es ab und zu Clinches, in jedem Team gibt es Reibereien. Und es gibt Verantwortung, Verantwortlichkeiten, die jeder hat, jeder separat. Und da gibt es Respekt und Vertrauen, ganz ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist, was wir im Team immer sehr gut geschafft haben, dass man den anderen respektiert. Und nur so, glaube ich, kann man in eine Richtung gehen, einen Weg. Und gemeinsam ist man immer am stärksten. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ja? Und wenn man sich das mal wirklich überlegt und dann nachschaut, ah ja, hey, wirklich 15 Jahre. Und wenn man die Bilder scrollt, wie wir früher gemacht haben, oder wie lange wir denn wirklich schon dabei sind, das ist schon Wahnsinn, wie schnell es vorbei ist. Aber das ist schon immer cool, ja? Wenn man denkt, wenn die Zeit schnell vorbeigeht, war es meistens eine gute Zeit. What Mate also said, keeping it simple does not mean that it's, relaxed or easy going, no? But really being sharpened on the point and starting 40% and giving everything. But then in this mode, you need to be in the fighting mode, but please keep your communication up, you know? Working together, because we know this is the key element for you, if you're simple or not. And it's a difficult task, but it's not impossible. Don't freak out, don't get crazy, fucking work hard, concentrate, fight for every meter. Wenn die Arbeit der letzten 15 Jahre davon abhängt, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, dann muss ab dem ersten Moment einfach alles funktionieren. Der Druck ist immens und man spürt, dass alle das Gleiche wollen. Ein verpatzter Tag und der Traum ist vorbei. Ab dem ersten Moment entscheiden sich Lukas Mehr und David Bagier riskant zu fahren. Ihr Plan ist, nach außen zu ziehen, um frei segeln zu können. Sie wollten die Geschichte erzählen, dass man sich gegen die Weltbesten durchsetzen und das letzte verbleibende Ticket holen konnte. Es kam jedoch anders. Bereits in der ersten Wettfahrt werden die beiden wegen eines Frühstarts disqualifiziert und schaffen den Anschluss an die Medaillenränge nicht mehr. Much more, but we trained a lot, all these training races, and everything was looking much better than was on the end. I think too much pressure they put on themselves instead to make normal simple, like we know what we need to do and believe in your performance, and this will be the conclusion. But always it's not easy, it's the world championship, you put the pressure on yourself, somebody's good under the pressure, somebody not, but this is the life.
Wir haben uns sehr viel vorgenommen für die WM. Wir haben gewusst, es gibt nur ein Ticket und wir müssen sehr, sehr gut performen. Wir haben am ersten Tag gleich in der ersten Wettbewerb den Frühstart reingehaut. Und das hat uns schon ziemlich auf den Spot gebracht. Wettbewerb wäre an und für sich gut gewesen. Ja. Aber mit einem Frühstart anzufangen, ist natürlich extrem schwierig, weil das ist ein Streicher. Es gibt nur einen Streicher und vor dem Mann war es mit sehr viel Risiko auch verbunden, sehr viel Attacke und das ist nicht in jeder Wettbewerb gut gegangen. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt und haben von Anfang an vielleicht ein bisschen zu viel riskiert, würde ich sagen, einerseits. Andererseits hätte man besser damit umgehen können, dass wir uns mehr auf die Basis, was wir können, mehr fokussieren und nicht zu perfekte Races fahren wollen. Wir haben sicher ab und zu übertrieben und da kriegen wir jetzt leider die Rechnung präsentiert dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn man wusste, dass das die letzte gemeinsame Wettfahrt werden könnte, war es schwer hinzunehmen, dass man ab jetzt nicht mehr im gleichen Boot sitzt. Das 470er-Team Lucas Mehr und David Baguer können nicht zu den Olympischen Spielen nach Tokio fahren. Es sind die Costa-Brüder aus Portugal, die eine nahezu perfekte Regatta fahren und das letzte verbleibende Ticket ergattern. Our last race is over. We thought, I hope really it would have been much better. Really much, I was hoping, because we put all of us a lot of effort in. But it is as it is, and I think at least what I'm really sure is that David and me and you tried everything we could. And like this, we couldn't do more. And we need to live with it, but we can never say we didn't try everything. And this is, I think, for me, one of the most important points after this last race. I remember when you first came into your team and George Fundak, poof, this is your new coach, you come in. And from this point where we started in our sailing and what we thought was sailing, yeah, what we have to do, does not matter. Handling the boat, tactics, reading the wind, and what you taught us and where we are standing now is like day and night. Yeah? It's like the flood and the low water. So it's, even though we thought we know a lot about sailing, it's, you showed us a completely new world of how to see sailing and the details and everything what's connected with it. The way of life. So it's, when we started, I never ever imagined that this is so much and all of this ways around. So thank you, it's the biggest thank you anyway. Does not matter the result, but this what we had together, the time we shared, the good one and the discussions, the bad ones, then it was an unbelievable time and I would not change it to anything else. Because this is staying for the rest of our lives. Thank you for joining us with this road with us. This moment also for me is sad. I didn't expect at least that we'll finish now. I was planning until the end of the games, but this is the life, sport. Sometimes you are good, sometimes not. I think we give best all of us. And unfortunately, this was not event what we expect to make it good. But thanks for everything. Also here, I learned a lot, and I hope you and this will stay for your future. Some things, at least, and what you can use, because this is the sport that you learn all your life, and I hope you can use it in your next steps in the life. More than 6 years, I think, we worked with you now together. And as David mentioned, was super hard times often. And all of us, I think, sometimes regret that we took this path. And on other days, we really enjoyed. And so my last words is to all three of us that I hope in the end we made this journey together.
and I hope we see each other again. And when we meet, we stay friends.